Guten Tag für die Kommentare. Danke, danke, danke. Manche sind wirklich sehr, sehr nett und manche sind sehr gehässig. Aber so ist das Leben und das Leben auch von Waage ist auch so ähnlich. Waage hat zu tun mit Schönheit, habe ich gesagt, mit Wahrheit. Waage will immer alles so schön feilen und schön zusammenbringen, dass das alles Harmonie hat. Das ist wichtig für die Waage. Aber leider, leider ist die Waage immer konfrontiert mit Hässlichkeit dieser Welt, mit schrecklichen Menschen, die dich beleidigen, die schreckliche Worte und Ausdrücke benutzen. Und damit wird Waage ständig konfrontiert. Und deswegen habe ich gesagt, Waage will sehr oft jemanden haben an der Seite, eine Freundin, einen Freund oder Mann, der das alles so schön abfeilt und bringt Waage in so eine Art von Kokon und sagt: Schatz, bei mir bist du auf jeden Fall richtig. Ich habe schon erwähnt, ich war im Supermarkt und vor mir in der Schlange stand eine Frau und die hat ihren Mann gerufen: Schatz, komm bitte, Schatz, komm, Schatz, zu mir. Komm in meine Nähe, der Mann hinter mir, der kommt so nah, ich fühle mich bedroht. Also eine Störung hoch drei, weil wir haben immer noch mit Corona und mit Virus zu tun und in Kliniken und so weiter, in Praxen, Arztpraxen tragen die Leute immer Maske. Also damit haben wir immer zu tun und wir sehen Leute im Bus und in der U-Bahn, die tragen immer noch Masken. Und wir haben alle damit zu tun. Und es ist klar, dass ich nicht irgendwo nah an eine Frau komme. Hallo? Damit habe ich ja nichts zu tun. Und deswegen in der Schlange mache ich schon so, dass da immer Abstand besteht. Also das war bestimmt eine vage Frau. Und diese Leute denken, dass die bedroht werden. Und ach. Wenn jemand zu mir sagt, du, gleich schmeiße ich dich runter vom Fenster. Alle Freundinnen von mir, die Wagen sind, haben gesagt, den würde ich sofort anzeigen. Ich würde sofort Polizei anrufen. Hallo. So schrecklich ist das alles nicht. Aber die Waage hat leider mit der Widrigkeit und Hässlichkeit dieser Welt zu tun und will auch nicht damit zu tun haben. Deswegen baut sich Waage so eine wunderschöne, tolle Welt und denkt, die Welt ist wunderschön und bloß keine Streitigkeiten, bloß keine Widrigkeiten, damit will Waage nichts zu tun haben. Ja, aber wie gesagt, ich habe erzählt, Widder ist auch ein Träumer, Waage auch, nur Waage hat sich wirklich eine Welt aufgebaut, diese Welt gibt es nicht. Deswegen habe ich gesagt, das Schlimmste für die Waage ist, dass eines Tages findet Waage einen Mann oder Frau und denkt, diese Person ist die schönste Person auf der Welt. Diese Fähigkeit hat die Waage schon, dass sie richtig glaubt daran, du bist der schönste Mann auf der Erde oder die schönste Frau, je nachdem. Und Waage glaubt daran, ein paar Jahre und dann plötzlich entdeckt die Waage ein paar Sachen. Dass deine Zähne nicht in Ordnung sind, dass du hast Falten hier und da, dass du Bauch hast, Zellulitis und dass du riechst morgen, wenn du aufstehst, ins Schlafzimmer, riechst nach Paprika, sagt die Waage, und riechst nach Knoblauch und Zwiebeln und du riechst aus dem Mund, ah, geh weg und so. Und dann, wenn die Waage das entdeckt, dann denkt die Waage, ne, die Welt ist nicht so schön, wie ich dachte. Und du bist auch kein schöner Mann und keine schöne Frau. Ja, das sind diese schrecklichen Begegnungen für die Waage. Und die Waage hat natürlich Talent, habe ich schon erzählt, den Leuten Komplimente zu machen, die Leute so schön einzuwickeln und bewickeln, und dass du denkst, die denkt, ich bin wirklich der schönste Mann auf der Erde. Und dann plötzlich merkst du arktische Brise, Kälte. Und die Waage sagt, ich habe mit dem Mann nichts zu tun.
Und das ist so auch oft bei der Arbeit, dass sie dir Komplimente machen und denken, du bist wirklich toll, also du passt wunderschön zu unserem Team. Und immer diese Komplimente und Zusammensein, Zusammengehörigkeit, das ist so wichtig für die Waage. Aber leider darf man da kein Wort dran glauben. Überhaupt nicht, weil das ist alles nicht wahr. Ein paar Monate später fliegst du da weg. Waage Männer zeigen und neigen weibliche Seiten des Lebens, Schönheit, Kultur, Kunst, Zusammengehörigkeit. Und viele Waage Frauen, habe ich schon erwähnt, haben männliche Begabungen. Das ist Logik, Organisationstalent oder Führungstalent. Also es geht da um Liebe schon, viel, viel um Liebe. Aber eigentlich, ich glaube da keine Sätze von einer Waage, wenn sie sagt, du bist ein schöner Mann, du siehst aus wie ein Mensch vom Theater oder von der Bühne. Nein, 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 glaube ich nicht. Weil die Waage hat Organisationstalent schon, Führungstalent auch, aber Talent, um dich so schön zu bezirzen. Du bist der schönste Mann und die schönste Frau auf dieser Welt. Wollen wir daran glauben? Aber für heute ist die Zeit um.